Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Riesenrad und plötzlich bemerkt ihr, wie das Riesenrad sich ganz schnell anfängt zu drehen und eure Gondeln fangen sich an zu überschlagen, in der ihr drin sitzt. Dieses passiert in Italien, in Piombio, und was diese Aufnahmen zeigen, ist wirklich unglaublich. Gott sei Dank hat bei diesem Unglück keiner zu dem Zeitpunkt im Riesenrad gesessen. Dies bedeutet, es gibt keine Verletzten und auch keine Toten. Doch eine Frage haben sich wahrscheinlich viele gestellt, auch ich wurde gefragt. Wie kann sowas zustande kommen? Ich sag euch mal direkt von vornherein, ein Riesenrad hat in der Mitte, auf der Achse, ja, in der Mitte, eine frei drehende Achse, und angetrieben werden diese Riesenräder über Motoren, die unten an dem Aufhängungsgestänge befestigt sind. Dies bedeutet, sollte dieses Riesenrad in irgendeiner Form, so wie jetzt hier bei einem gewissen Downburst, sich anfängt schnell zu drehen oder es wirkt von außen eine gewisse Kraft auf dieses Riesenrad ein, kann dieses Riesenrad sich weiter frei drehen und auch schneller werden. Und dies funktioniert tatsächlich, weil die Motoren, die unten dran sind, es sind meistens 4 Motoren, an jedem Gestänge hängt ein Motor, was dieses Riesenrad in Bewegung setzt, und dies wird zum größten Teil mit Autoreifen angetrieben, also auf diesen Motoren hängen Autoreifen, und diese Autoreifen betreiben das Riesenrad mit einer rauen Stelle an dem Außenrad, ja, so dass die Reifen Grip haben, und setzen dieses tonnenschwere Rad in Bewegung. Und wie kann dies passieren? Ja, dies habe ich jetzt gerade schon erläutert, und zwar, wenn von außen, es hängen ja Gondeln von außen an diesem Riesenrad dran, und wenn ein starker Wind kommt oder ein Downburst, ja, dann stellen diese Betreiber meistens sowieso den Betrieb ein, weil sie wissen, dass so ein Riesenrad vom Kraftaufwand der Motoren her es nicht schafft, von außen dieser Kraft entgegenzuwirken quasi, ja, also dass dieses Rad quasi bremst und in einer Feststellung quasi ist, dass dies sich gar nicht weiter anfangen kann, schneller zu drehen. Aber dies ist leider nicht der Fall. Es gibt jetzt ein paar Riesenradmodelle, die können das bereits schon. Da gibt es sogenannte Rücklaufsperren. Und also soweit habe ich das gelesen. Ich kenne mich da nicht so hundertprozentig gut mit aus. Aber da kann, wenn von außen irgendwie Krafteinwirkungen auf das Rad kommen, kann sich dies nicht schneller anfangen zu drehen. Ja, und es kann dann auch direkt gestoppt werden und das Rad bleibt still. So, aber da diese Gondeln auch freihängend sind und schwingen können, ja, kommt dadurch auch nochmal eine gewisse Krafteinwirkung auf dieses gesamte Rad, und dieses Rad fängt dann auch dadurch schneller an zu drehen, weil es sind wie kleine Gewichte, Pendelgewichte, die an so einem Rad hängen, und dadurch kann sich das Rad dann anfangen schneller zu bewegen, und das ist tatsächlich möglich. Und wie eben am Anfang schon mal erwähnt, zum Glück ist bei diesem Vorfall keiner zu Schaden gekommen und es war zum Glück keiner an Bord des Riesenrades gewesen. Und so ist es möglich, meine Lieben, ja? Und an der Stelle möchte ich das Video auch beenden. Ich hoffe, ich konnte euch diese Frage damit beantworten, wie sowas passieren kann. Auch die Technik gibt tatsächlich mal nach, und bei so einem Downburst, wo wirklich Windgeschwindigkeiten von 150, 200 Stundenkilometer bei so einem Fallwind auftreten können, da hält dann auch meist keine Technik mehr stand. Entschuldigung. Und dann passiert halt sowas, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Gut, meine Lieben, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Vorfall haltet oder ob ihr schon mal etwas Ähnliches mitgemacht habt vielleicht. Das würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Für alle die meinen Kanal noch nicht kennen, ihr könnt an dieser Stelle meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Bei mir seid ihr zum Thema Wetterphänomene und Naturereignisse immer auf dem neuesten Stand. Und ich freue mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Macht es gut, ich bin raus, bleibt alle gesund. Euer Patrick von Lüdo Produktion. Auf Wiedersehen.